Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod und wir sind dabei, dass wir diese Anlage heute endlich fertig bekommen und zum Laufen bekommen. Danach geht es weiter, theoretisch, mit den Computern, 52 an der Zahl, das wird heftig. Das werden wir so in der Form eh nicht hinbekommen, weil wir zu wenig Kunststoff haben, aber wir werden alles soweit vorbereiten, dass wir dann quasi nur noch Kunststoff anschließen müssen und dann läuft das. Gut. Allerdings würde ich gerne, wenn das hier alles läuft, das beinhaltet jetzt Schwefel holen, das beinhaltet Kanister produzieren, das ganze Eisenzeug halt, was ich das letzte Mal gesagt habe, das ist nicht viel. Und wir müssen gucken, dass da hinten ja das zweite Gebäude auch noch mit Wasser versorgt ist. Dann sind wir hier fertig. Ich würde gerne noch, bevor wir mit den Computern anfangen, kurz, das sage ich jetzt mal, die Produktion für die Munition, für die Zielsuchmunition einschieben. Wir haben eigentlich schon fast alles da. Wir brauchen theoretisch dann nur noch von hier Katheriumdraht. Das wäre wahrscheinlich eh nicht verkehrt, wenn wir das mal machen, weil ich brauche oft ziemlich viel Katherium. Dann habe ich hier immer ein bisschen was da. Gut, der ist dazu. Also es gibt immer was zu tun. Bombach, oder was war das? Nee. Doch. Die Förderbänder schon wieder sehr, sehr traurig aus. Also, es läuft einfach nicht. Es ist ein Schwefelproblem. Gut, wir waren hier beim Eisen stehen geblieben. Und zwar wollte ich als allererstes gucken, dass hier hinten Eisenbarren reinkommen. Die kommen ja so schon raus. Das heißt, wir nehmen einfach den... Moment mal. Das passt, oder? Ja, ja, genau. Halt und Strom bräuchten die Dinger vielleicht auch noch. Ja, gut. Ja. Übrigens, Strom, da müssen wir mal gucken, wie es ja mittlerweile ausschaut, weil irgendwie meine Dieselanlagen da hinten laufen noch nicht wirklich. Jawohl, doch, Produktion 18.000. Irgendwas funktioniert da hinten auf jeden Fall schon mal. Aber da müssen wir nochmal genauer schauen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal das Eisen raus. Gehen hier hinter. Und ich würde eigentlich sagen, bevor wir jetzt den anderen Eisen weitermachen, ist zwar ein bisschen durcheinander, beziehungsweise... Ach, scheiße. Doch, ist durcheinander, aber ich erkläre es gleich. Moment. Hallo? Genau. Die Frage ist natürlich, reicht mir die Förderbänder? Nächstes Thema. Wir müssten hier noch zwei Sachen mit dem Eisen machen. Die Kanister und was war es noch? Die Munition, genau. Allerdings würde ich jetzt gerne erstmal das Schwefel holen. Und wenn das Schwefel da ist, währenddessen hier weitermachen. Weil dann sehe ich auch, ob das reicht mit dem Schwefel oder auch nicht. Weil wenn ich jetzt erst das Eisenzeug fertig mache und dann das Schwefel hole, müsste ich erstmal warten und gucken, ob das passt. Deswegen, und wir müssen, dürfen wir nicht vergessen, das machen wir jetzt noch davor, das Gestein, was hier kommt, da drauf fusionieren. Und dann gehen wir hinter Richtung Schwefel. Genau, das ist der Plan. Na, komm her. Vielleicht. Doch, wir gehen hier wieder runter, was soll's. Bin ich jetzt nach oben gegangen? Tatsächlich. Manchmal bin ich echt ein bisschen... Ich hoffe, dass es nicht ganz so aufwendig wird mit dem Schwefel, weil... wir haben ja schon einen Steg hintergebaut zur Kohle. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich gar nicht mehr allzu weit rüber. Oder weiter. Müssen wir mal gleich gucken. Das ist ja schon. Zerkleinert das Gestein, richtig? Ja, weil hier wird nämlich das Salz eingelagert. Genau, wunderbar. Das heißt, es wird fusioniert und zwar so. Ah, das snappt jetzt nicht wirklich. Doch. Wunderbar. Funktioniert. Gut. Dann würde ich sagen, direkt ab
Hinter zum Schwefel. Moment mal, Miner kann ich bauen. Passt. Alborkopf kann ich auch bauen. Passt. Na komm schon. Ich scanne jetzt nochmal. Ach, nicht so. Genau. Das müsste eigentlich hier hinten sein, unsere Kohlequellen. Irgendwo da oben drauf müsste das sein. Ja, genau. Es ist nicht mehr allzu weit weg. Und dann könnten wir theoretisch diesen Steg hier weiter nutzen, um das Schwefelband zu legen. Das heißt, da sparen wir uns auf jeden Fall schon mal Beton und so Zeug. Das haben wir aber eigentlich eh immer in Mass. Gut, 400 Meter, 1000 Meter, das ist da oben drauf irgendwo hin. Entweder ich gehe erst auskundschaften oder ich gehe direkt hinter. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, hier weiter zu bauen. Keine Ahnung. Und, ach, es drückt schon wieder so. Auf jeden Fall Strom mitnehmen. Wo hat denn der? Achso, von da unten. Ja, da oben. Nee, das war, ist eine Schnecke. Auf jeden Fall da hinten irgendwo. Okay, passt. Hoffe ich zumindest. Aber doch, dass es da oben drauf ist, weiß ich. Irgendwo muss es sein. Also es ist in keiner Höhle oder so. Autosave. Allerdings werde ich ein Stück nach oben müssen. Da hinten ist sie, man sieht's. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein Stück nach oben. Ein gutes Stück nach oben. Halt. Ich hoffe, mir reichen meine Förderbänder. Das ist so das einzige Problem, was ich ein bisschen habe. Das ist natürlich ein Schmal mit dem. Wo machst du jetzt gewesen? So, reicht die Höhe? Oh ja, ich denke schon. Ups. Vielleicht gehen wir eh erstmal in diese Richtung. Ich gehe jetzt erstmal hin. Abstützen darf ich jetzt bloß nicht. Ja, das schaut gut aus. Wunderbar, ich muss mich gleich aufs Kämpfen einstellen, denke ich mal. Ne, Moment mal, das ist mit riskant. Ich nehme ja gleich Strom mit. Wir müssen allerdings dann nochmal eine komplett neue Schwefelpulverfabrik bauen. Weil mit der anderen funktioniert es nicht. Erstens ist die schon voll und zweitens würde es mit dem Förderband gar nicht gehen. Bisschen ärgerlich. Gut. Eigentlich müsste doch hier irgendwo ein Ficker sein, hä? Kein Bock. Ah, da hinten. Nee, ich hab's doch gewusst. So. Das nächste Mal Schusswaffe. Bis dahin sollten wir sie haben, hoffe ich. Vier Stück, das ist nice. Brauchen wir. Ich glaube, ich muss eins weiter vor und dann einfach runter. Das passt eh gut. Das ist eins zu niedrig. Machen wir das so. Ja. Wunderbar. Wir könnten allerdings mal gucken. Ne, können wir nicht. Ich habe jetzt ein kleiner da.
was dabei rauskommen würde. Gleich Schwefelpulver? Das wäre natürlich geil, aber es ist auch eine reine Quelle. So viel Schwefelpulver brauche ich gar nicht. Ach, jetzt komme ich da nicht hoch. Ah, das klappt natürlich nicht so. Gut. Das passt ja perfekt. Stahlbaukopf. Achso, ja, Strom. Oh nein. Ich habe ja schon mal Schwefel abgebaut in der Hauptbase. Da braucht man ja Flüssigkeiten dazu. Wasser. Ich werde es nie schaffen, die Anlage da hinten fertig zu bekommen. Ah, das wird niemals laufen da hinten. Okay, Moment. Es hilft nichts. Wir müssen dann. Habe ich hier irgendwo eine Nähe Wasser? Du hältst die Klappe da. Ja, ich habe hier vor mir das Meer, klar. Logisch. Aber. So, kann ich irgendwas anderes nehmen, außer die großen Waffen die ganze Zeit? Moment mal. Nüsse, ja, wo sind denn die hier? Ah, Mist. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Halt, wir gehen mal. Einfach mal schnell Schwefel holen, ja, klar. Naja. Das machen wir ganz einfach. Wir gehen so weit vor, wie es geht. Und dann gehen wir einfach straight runter und pumpen ein bisschen Wasser. Ganz einfach. Dann übertakte ich das aber natürlich gleich, weil der Aufwand muss sich schon lohnen. Dann kommt halt arsch viel Schwefel an. Brauchen wir Stand jetzt nicht, aber wenn wir es denn brauchen, haben wir es. Und hier unten wäre dann übrigens nochmal Kohle. Wenn wir Kohle brauchen würden. Gut, ein Vorteil hat es. Sollten wir nochmal. Euch. Falsch. Nein, ich baue den falschen Steg, Mann. Wenn ein Vorteil hat, sollten wir dann irgendwann nochmal Kohle brauchen, habe ich schon mal einen Steg da. So. Ich bin ja gespannt, wie weit wir kommen. Ob das endlich zum Laufen. Ob ich das endlich zum Laufen bringe da hinten. Ich befürchte es, ja. Ein Stück müssen wir noch. Das schaut sehr gut aus. Wahrscheinlich gehen jetzt gleich diese komischen Platzdinger auf, wenn ich runtergehe. Oh, das ist aber arschknapp. Halt von oben immer anders aus und dann halt. Dann habe ich hier jetzt auch wenigstens schon mal Wasser. Man muss immer alles, muss immer die Vorteile sehen. Und ihr bleibt zu. Beziehungsweise, Moment mal. Wenn ich eh schon hier bin, das sind zwei Stück, das sollte ich eigentlich easy schaffen. Also schaffen tue ich es auf jeden Fall. Aber die machen ganz schön Schaden, das ist das Problem. Hier eins, wie viel warst du? Auch plus eins, okay. Dann sollte ich es eigentlich bald haben. Werkbank. Sieben Stück. Vier Teile fehlen mir noch.
Dann habe ich die Forschung fertig. 10 Inventarplätze. Aber wir kommen doch hier schön sauber runter. Passt doch wunderbar. Gut. Halt. Erst bei 5 Millionen Megawatt brauchen Strom, dass ich das Wasser da hochbekomme. Na, wir kommen noch ein Stück runter. Beziehungsweise eigentlich kann man es auch so machen, was soll's. Mein Gott, nicht. So, hoffentlich kann ich die Scheißdinger jetzt bauen. Ja. 1, 2. Wir machen dann da drüben gleich nochmal welche hin. 1, 2. Zack, zack. Ich denke mal, das sollte ganz easy reichen mit dem Wasser. Die Frage ist, habe ich das Zeug für die ganzen Pipelines dabei? Das ist natürlich jetzt wieder eine gute Sache. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na komm schon, snap doch einfach an. Danke. So, hier ist den komischen Bogen nochmal vernünftig hinbekommen. Das macht mir eigentlich immer ziemlich gut aus, ich verkacke es selber. Genau. Und jetzt einfach nur noch hoch. Das bedeutet... Fuck. Warum brauchen die eigentlich? Was ist das für eine Anzeige? Einmal brauche ich 2 Motoren, einmal brauche ich 5 Motoren. Moment mal, kann ich Motoren, wenn es ist, schnell welche machen, bevor ich jetzt 70 MK1-Pumpen setze? Ja, kann ich machen. Dann mache ich mal noch ein paar. Die gehen ja echt relativ schnell. Man kann übrigens im Hauptmenü einstellen, in der Plus-Mod, wie schnell man mit der Hand craftet. Aber ich habe das jetzt alles auf Standard gelassen. Aber man kann es auch schneller machen oder langsamer, wenn man sich wirklich selber foltern will. Dann gehen wir hier hoch. Okay. Bis hierhin, bis zu diesem Knüppel da. Das hängt runter vielleicht. Diese komischen blauen Blase. Und dann werden wir wahrscheinlich ganz oben nochmal eine brauchen. Gut, dann haben wir das Wasser auch schon oben. Sind ja bloß wieder fast 20 Minuten drauf gegangen. Aber immerhin werden schon Eisenblecher produziert. Muss ja immer mal das Positive sehen. Gut. Hier brauche ich noch mal eine. Gut. Wassermarsch. Dann gehen wir jetzt nur noch hinter. Aber ich muss auch überall die roten Ränder dann ziehen. Aber das mache ich dann wirklich mal. Vielleicht in einem Livestream. Wollte ich das letzte Mal schon machen. Aber das ist dann doch ein bisschen langweilig. Mal gucken. Gummi. Jetzt kann ich nicht mal rausfinden, wie viel Schwefel ich daraus bekomme, aber ich weiß, ich mache das jetzt gleich mal so. Bevor ich noch dreimal laufe. Produktion. Wo sind die? 1, 2, 3. Gut. Das heißt. Schnell hinterlaufen. Gummi holen, ich würde sagen. Das müssen wir jetzt nicht anschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, Leute, da bin ich wieder.
Und jetzt schließen wir das Wasser an, es kommt auch schön fleißig. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Schwefel wir es bekommen. Übrigens, ich war gerade ja hinten in der Produktionslinie von Gummi und Kunststoff. Es läuft nicht. Und dieses Mal liegt es nicht am Schwefel, sondern wir haben zu viel Wasser. Zu viel Wasser und das ist ein Problem. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen. Im Zweifel verpacken, vernichten, Punkt. Da mache ich gar nicht lange rum. So, wie viel haben wir jetzt? Wow, das macht mein Förderband gar nicht. Ja, aber das ist gut. Kommt sonst noch irgendwas raus? Nee. Das heißt, wir fusionieren das hier. Das müsste passen. Wunderbar. Das Problem ist halt der, wie heißt das Gebäude? Ich vergesse es jedes Mal. Flüssigkeitsaufbereiter. Der spuckt Wasser aus. Allerdings zu wenig, dass ich es weiterverarbeiten kann. Deswegen habe ich eine Pipeline noch angeschlossen. Jetzt ist es zu viel Wasser. Genau das, was ich letztes Mal gemeint habe. Ich bekomme das einfach nicht hin mit diesem dummen Gebäude. Und ich habe ja auch ein Ventil gesetzt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das richtig war. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen jetzt gleich. Ich hoffe, mir reichen meine Förderbänder jetzt. Allerdings ist Schwefel jetzt nicht mal das Hauptproblem. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwann zum Laufen bekomme. Aber muss. Wir müssen uns durchquellen. Es wird verdammt eng mit dem Förderband. Vielleicht ziehe ich das Schwefel auch nachträglich noch fertig. Müssen wir mal schauen, wie es ausschaut gleich. Obwohl, ich habe noch fast 600. Das ist schon auch eine Menge. Muss ich irgendwie vernünftig dahinter, aber das bekommen wir hin und dann ganz hinter. Ja, okay, das könnte klappen. Ja, wunderbar. Ach nee. Aber wir haben schon mal zumindest heute geschafft, dass das Schwefel läuft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auch wieder umständlicher, als ich ursprünglich erwartet habe, aber es ist ja meistens so. Knapp. Gut. Natürlich jetzt schon eine Meile gewesen, was das Spiel hinter sich legt. Von da oben bis hierher, um dann das Wasser noch holen. Oh, ja, ja. Gut, aber ich denke, jetzt kann ich wieder auf den Boden gehen mit dem Förderband. Ich muss hier eh noch mal ein bisschen runter. Ja. Ja, noch ein Stück. Dann komme ich hier auch sauber vorbei an den Luftsammlern. Hallo Schwefel, willkommen daheim. Jetzt, wenn ich irgendwann mit den modularen Motoren, die wir für den Weltraumlift brauchen, sagen kann, mache ich drei Kreuze. Gut, und dann geht's hier irgendwo runter. Da haben wir auch noch keinen Platz mehr. Schön. Dann gehe ich so. Ah. Wahnsinn, da können wir genau drüber gehen, das passt. Aber dann schon gerade. So, jetzt würde ich mal kurz hier Pause machen mit dem Förderband. So. Wir sind nämlich gleich da. Folgendes Problem.
Wir haben hier Flüssigkeitsaufbereiter. Die pumpen Wasser raus. Jetzt arbeiten sie übrigens aber wieder. Ja, aber ihr seht schon, es ist voll. Weil hier wird ja auch Wasser gebraucht. 62 Kubik. Und die ballern 30 raus. Deswegen läuft ja auch fast nichts. Wenn ich jetzt sage, wir probieren das mal so. Wenn ich jetzt wo ist denn jetzt? Ne, Logistik hier. Ventil. In diese Richtung. Halt. Und ich schließe das jetzt mal zu 100%. Dürfte ja von der Seite aus nichts mehr reinlaufen. Ist das richtig? Ich glaube schon. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass diese Anlage mehr Wasser verbraucht, als diese beiden hier produzieren. Das heißt, es müsste weniger werden und es ist auch tatsächlich so. Allerdings produzieren die beiden Anlagen weniger Wasser, als ich eigentlich brauche. Deswegen habe ich ja das hier angeschlossen. Aber es wird auch schon wieder voll. Was ist hier das Problem? Kann das sein, dass wir hier einen akuten Polymerharzmangel haben? Ja, genau so ist es. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn das Polymerharz nicht passt, dann funktioniert es auch wieder nicht. Die ganzen Anlagen sind so verzahnt. Wenn da eins nicht läuft, selbst wenn die. Ups, das wäre falsch gewesen. Selbst wenn die Anlage, so wie sie steht, 100% laufen würde, man kann nicht einfach sagen, ich drücke jetzt den Knopf und alles läuft. Es muss, da darf nichts voll sein, da darf nichts verstopft sein, da muss alles da sein. Und wenn es dann einmal läuft, ist ein Schweizer Uhrwerk, dann läuft es. Aber das bekomme ich eh nicht hin. Schweizer Uhrwerk, also. Und jetzt verballert ja auch ordentlich Wasser. Das müsste jetzt eigentlich heißen, die Pipeline nach dem Ventil müsste. Jawohl, die wird ja von der Seite auch geflutet. Aber hier müsste es weniger werden. Deutlich weniger, ja. Und dann produziere ich auch wieder Eisen. Das heißt, auch der Schlamm wird verbraucht. Das war nämlich vorher das Problem. Dass hier kein Rohöl mehr produziert wurde. Ne, Schwerölrückstand. Aber jetzt läuft es, jetzt läuft es. Allerdings, darf das Wasser hier nicht leer laufen, weil sonst habe ich hier ein Problem mit meinem Gewebe und das Gewebe brauche ich hier, damit mein Wasserstoff hier irgendwann weitergeht, weiterverarbeitet wird, was ich ja auch brauche. Also das ist Wahnsinn. Da sollte sich noch mal einer auskennen. Aber jetzt will ich trotzdem mal gucken, das wird hier schon mal weniger und hier hinten auch. Das ist sehr, sehr gut. Es füllt sich natürlich jetzt wieder, wenn das Polymerharz weniger wird. Allerdings, wenn das dann alles mal anläuft, müsste auch wieder mehr Polymerharz kommen. Was wiederum gut wäre. Und das Einzige, was jetzt noch nicht zu 100% einen Verbrauch hat, ist theoretisch der Diesel. Aber der ist komplett leer. Also wir verbrauchen tatsächlich momentan mehr, als wir produzieren. Obwohl wir zwei Anlagen haben. Aber es sind halt einfach keine Schwerölrückstände drin. Ja, weil zu wenig gereinigtes Öl da war. Und das kommt ja von hier. Und das konnte nicht arbeiten oder kann immer noch nicht arbeiten, weil der rohe Schlamm da ist. Und der wird wiederum verarbeitet in den Flüssigkeitsaufbereitern. Genau, und er pumpt jetzt das Wasser leer. Das heißt, die Flüssigkeitsaufbereiter arbeiten jetzt zu 100%. Das heißt, sie machen beide 60 Kubik Schlamm. Und ich habe 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ich könnte jetzt theoretisch, weil hier ist der Schlamm schon leer. Das ist wieder ein bisschen entwickelt. Hier mal Schlamm noch rausmachen. Dann müsste das jetzt hier auch wieder nachlaufen. Tut's aber nicht. Ja, doch so langsam. Gut. Pegelt sich wieder ein. Jetzt müssen wir allerdings schauen, dass wir
wieder ein bisschen Wasser da reinbekommen, weil aktuell ist es jetzt zu wenig. Jetzt ist es leer. Das heißt, hier würde wieder weniger arbeiten. Und wir produzieren 30 Kubik Wasser, verbrauchen tun wir 62. Das heißt, das Ventil lässt jetzt durch 32, machen wir mal 4, mega mehr. Ich weiß nicht, ob man es ganz genau hinbekommt. Wasser, das läuft jetzt durch. Allerdings wird es jetzt hier wahrscheinlich auch wieder ein Stück voller. Nee, jetzt nicht. Jetzt müsste es genau passen. Bitte. So, Mist wegschmeißen hier. Jetzt müsste es passen. Gut. Mann, 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 Mann. Allerdings hatten wir jetzt auch ein bisschen viel. Ihr seht schon. Das hier ist vollgelaufen. Der kann jetzt erstmal arbeiten. Das ist gut. Wir müssen jetzt gucken. Ah, die Zeit rennt schon wieder. Wir brauchen noch eine Anlage davon. Die müssen wir dann noch irgendwie reinquetschen. Das wird sehr sportlich, weil. Wenn ich jetzt sage, das machen wir hier so hin. Wir brauchen einfach schlichtweg mehr Schwefelpulver. Das heißt, Schwefelpulver, Vollgas übertakten, das haben wir nochmal 75 mehr Schwefelpulver. Wenn die Anlage läuft irgendwann, logischerweise. Komme ich das hier sauber? Hin. Nee. Ich muss noch ein Stück nach rechts. Es ist wirklich Arbeiten am allerengsten Gebiet oder auf dem allerengsten Gebiet. Und ich habe ja auch keinen Platz nirgendwo. Nee. So, Strom. Man gebet mir Strom hier. Schwefelpulver. Drei Schnecken. 75 Schwefelpulver mehr. Das müsste eigentlich reichen. Ich müsste mir sogar 15 zu viel jetzt haben. Jetzt haben wir aber das nächste Problem. Wir müssen jetzt hier theoretisch nur Schwefel reinbringen. Nur, was eigentlich jetzt kein Problem ist. Wir machen nämlich Folgendes. Und zwar setze ich jetzt hier. Macht keinen Sinn. Doch, macht schon Sinn. Einen Splitter. Zack. Das heißt, die Anlage produziert 150. Davon geht die Hälfte da rein und die andere Hälfte geht ins System rein. Da ist allerdings aber zu wenig da vom Schwefel. Ne, wir brauchen hier auch mehr. Wir brauchen 112 Schwefel. Okay, ich hab eine Idee. Wir bekommen das hin. Ne, bekommen wir nicht. Das Problem ist ja. Ach, bekommen wir schon. Jetzt bekommen wir hin. Es ist Katastrophe, aber das bekommen wir hin. Das wäre natürlich Weltklasse, wenn ich das so machen könnte. Und dass es vielleicht auch gerade wird. Ja, das ist immer so ein verzerrter Winkel, wenn man von oben schaut und es schräg ist. Also so eine Kurve macht. Aber jetzt schaut das wunderbar aus. Irgendwie nicht. Doch, das ist gerade, das dahinter ist schief. Kann das sein? Ja, irgendwie passt das nicht. Nee, 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 nee. So. Jetzt. So.
Das bedeutet, diese Anlage ist jetzt zu 100% dafür, für diese Anlage zuständig und noch ein bisschen für den Rest. Das heißt, hier kommt jetzt noch weniger an als eh schon. Weil wir konnten das nicht auf ein Förderband bringen, weil das Förderband nicht ausreicht. Und jetzt müssen wir gucken, von unten kommt ja Schwefel. Hier, ihr seht es. Dass wir das Schwefel, was da hinten ist, was wir gerade geholt haben, dass wir das irgendwie auf dieses Band unten bringen. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr viel Förderbänder, das ist ein Problem. Aber wir könnten schon mal anfangen, das irgendwie hinzuwursteln, würde ich mal sagen. Du kommst jetzt mal weg. Ich hoffe, ich hatte jetzt kein Dingfehler drin, aber irgendwie müsste das schon passen, glaube ich. So. Das bedeutet, wir nutzen das Band, was schon da ist. Und gehen dahinter. Allerdings habe ich jetzt schon wieder ein anderes Problem. Es kommt mehr Schwefel. Es kommt ja zu viel Schwefel an. Das würde ja heißen, dass hier die Anlage verstopft. Ich kotze ab. Aber ich habe schon wieder eine Idee. Man braucht so viele Ideen und Zeug und Wahnsinn. Folgendes. Wenn jetzt das Schwefel, was wir jetzt geholt haben, irgendwann mal da angeschlossen ist, dann ist diese Anlage da oben zu 100% fertig. Also das Schwefelzeug fertig. Und dann haben wir hier, müssen wir jetzt gucken. Wir machen jetzt hier einen intelligenten Splitter drauf. Und das reißen wir ab. Und hier machen wir einen Fusionator drauf. Es wird wild. Genau. Und alles Unbestimmte? Nein, Quatsch. Ja, eigentlich ist es scheißegal, was ich das eingestelle. Hier in der Mitte, Schwefel, aber hier muss der Überschuss hin. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich kann sowohl das eine nicht und das andere bauen. Aber wir haben Blei oben drüber. Mann, 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 Mann. Motoren übrigens auch. Kann ich gleich mitnehmen. Die Idee ist, dass ich unten jetzt das Hauptlager habe für mein Schwefel. Das heißt, das ganze Schwefel, was es da hinten kommt, wird verbraucht und ist auch gut so. Und die Schwefelanlage, was wir gerade eben gebaut haben, ballert den. Die Anlage ist noch voll, dass sie reicht und der Überschuss wird hier eingelagert und vernichtet. Beziehungsweise, wir müssten es nicht mal vernichten, aber ist ja wurscht. Allerdings braucht ihr jetzt natürlich Strom, so ein Klassiker. Gut. Gut. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie, jetzt wenn ich diese Foundation hier wegmache. Shit. Ich muss hier auch davor. Das Schwefelband kommt. Wir sagen es einfach mal hier an. Da vorne, da hinten ist es ja. Das bringen wir schon irgendwie da durch. Ah, ich sehe es ja schon. Dann geht es hier runter.
Genau. Ich bin so ultra langsam in diesem Ding. Die Frage ist, passt das mit der Lochhöhe? Das schaut gut aus. Brauchen wir hier wieder sowas? Wahrscheinlich hätte man das viel, viel einfacher machen können. Und hier geht das Förderband dann hoch. Und es geht dann darunter. Und geht dann hier rein. Das ist der Plan. Und dann haben wir heute doch schon wieder nichts geschafft. Gut, das mit dem Schwefel und dem Wasser war jetzt, also das Wasser war mal wieder was Überraschendes, wie es mittlerweile fast jede Folge irgendwas Überraschendes gibt. Aber so ist das halt. Und dann schauen wir, dass wir das nächste Mal das echt gewuppt bekommen, weil es ist, ich will nicht sagen nervig, aber ja, weil es läuft schon immerhin, es läuft schon besser. Jedes Mal ein Ticken besser. Und das mit dem Eisen passt jetzt auch. Gut. Und Moment, bevor wir jetzt wieder aufhören, wieder eine lange Folge. Wo sind jetzt die Erzwäscher? Hier. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Hier ist kein Wasser drin. Und hier. Pull. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.